In Syrien kommt der UN-Gesandte Kofi Annan mit Präsident Assad zusammen. Es ist von einem Ansatz zur Lösung des Konflikts die Rede. Der UN-Sondergesandte Kofi Annan gibt nicht auf. In der syrischen Hauptstadt Damaskus war er mit Präsident Assad zusammengekommen. Offenbar gibt es einen Ansatz zur Lösung des Konflikts, wie es hieß, mit dem Assad einverstanden sein soll. Boris Petzold berichtet. Am Wochenende hatte Kofi Annan seine Syrien-Mission schon mehr oder weniger für gescheitert erklärt. Doch heute gab er sich wieder als unverbesserlicher Optimist. Mit seinem Überraschungsbesuch in Damaskus nährt Annan wieder einmal die Hoffnung, er könne Assad doch zum Frieden bewegen. Wir haben die Notwendigkeit eines Endes der Gewalt diskutiert und die Möglichkeiten und Mittel, dieses zu erreichen. Wir haben uns auf einen Ansatz geeinigt, den ich der bewaffneten Opposition vorlegen will. Die besagte Opposition steht unterdessen weiter unter Beschuss durch Regierungstruppen und Milizen. Auch heute seien Dutzende Menschen getötet worden, so Oppositionskreise, viele davon in Homs. Vergangene Woche hatte Präsident Assad in einem Interview mit der ARD die Golfstaaten beschuldigt, den Aufruhr in seinem Land aktiv zu unterstützen und richtete zudem schwere Vorwürfe gegen Washington. Die USA sind Teil des Konflikts. Sie bieten den Banden einen Schutzschirm, eine politische Unterstützung, um Syrien zu destabilisieren. Derweil scheint sich eine diplomatische Kehrtwende bei Assads wichtigstem Verbündeten abzuzeichnen. Russlands Außenminister Lavrov empfing in Moskau eine Delegation der syrischen Opposition, deren Leiter sprach anschließend von ermutigenden Signalen. Sie haben während der Gespräche mehrmals betont, dass Sie nicht am Regime oder an einer einzelnen Person festhalten würden. Und Sie wollen eine politische Lösung für Syrien, um das Land zu einem demokratischen System zu führen. Syrien ohne Assad wäre für Moskau denkbar, aber das ließen die Russen schon in der Vergangenheit durchblicken. Neu ist hingegen, dass Russland erstmals eine Waffenlieferung an das Assad-Regime gestoppt hat. 36 militärische Trainingsflugzeuge sollen vorerst nicht ausgeliefert werden.